dir bestimmt schon mal aufgefallen ist, wie sehr Augen strahlen können. Und wenn diese Augen strahlen, sind sie das Tor zur Seele. Ich wünsche mir, dass ich eine Erkenntnis oder eine Einsicht schaffe, die alles löst. Wo komme ich her? Was ist aus mir geworden bis jetzt? Und was will sich noch entfalten? So wie ein Schmetterling, der aufgeht und sagt, so, das war die Raupe und das bin ich. Ich glaube, jeder Mensch, der jetzt lebt und die Chance hat, sowas zu erleben und diese Erfahrung machen zu können, kann einer der glücklichsten Menschen der Welt sein, denn sowas findet man nirgends sonst. Das Gestern ist vorbei und die Zukunft kennen wir noch nicht. Aber wenn wir in der Lage sind, dieses wahrzunehmen im Hier und Jetzt, bemerken wir vielleicht, dass wir einen Teil in uns haben, der sich Seele nennt. Und diese Seele bringt alle Potenziale, Fähigkeiten und Möglichkeiten deines Daseins mit sich. Das ist einfach überwältigend, was sie sieht. Sie sagte mir Sachen, wo ich glaube, du hast mein ganzes Leben durchleuchtet. Sie sieht, dass du dich dorthin entwickeln kannst. Das ist schon verrückt. Die eigene Entfaltung. Ich glaube, dass ich das immer wieder in kleinen Etappen erlebt habe. Es gab so diese Hallentournee, die ich irgendwann einmal hatte. Und das erste Mal in einer Halle und ich bin total geflaut. Ich dachte, das war's, Kerstin. So brauchst du es nie wieder tun. Wenn immer wieder die Tür aufgeht, von 1000 sind bestimmt 400 Menschen rausgegangen. Die Tür ging auf, die Leute gingen raus. Und je mehr Menschen den Saal verlassen haben, je peinlicher wurde ich und nachher war fast die Halle leer. Aber dann gab es so diesen Moment, wo ich dachte, jetzt ist es auch egal. Jetzt gibst du noch dein Bestes und dann war es das. Und plötzlich war diese Verbundenheit mit diesem Publikum und mit der Bühne wie so eine Welle. Man hat was rausgegeben, man hat was zurückbekommen, man hat was rausgegeben und man hat was zurückbekommen. Das war die erste Erfahrung und auf der weiteren Tournee war die letzte Station Wien und in Wien war erst klar Hellsicht, Spürigkeit, Aufstellungsarbeit, das gehört alles zu mir. Das hatte ich in der ersten Station völlig vergraben. Ich habe nicht gezeigt, was ich kann, damit ich nicht diesen Esotouch bekomme oder dass die Leute sagen, ich gehe raus, die hat ja einen an der Wache, um es mal so auszudrücken. Und erst in Wien, wo ich sagte, ich tue das, was ich bin, war der Titel, gib dich ganz, wirklich Programm. Sie gibt sich ganz, nämlich mit ihrem ganzen Körper, mit all dem, womit sie verbunden ist und sich in den Dienst stellt. Und dieses Dienende heißt, dass es darum geht, dass es Erkenntnisse gibt in einem Menschen. Und dann hat sie mir tatsächlich meine Seelenmission erzählt und ich habe schon früher überlegt, ich würde gern irgendwas machen für Kinder, ich bin der Arzt und sie hat mir gesagt, dass ich ein Krankenhaus gründe und zwar für Menschen jedweder Herkunft und ich habe gedacht, die spricht direkt mit meiner Seele, die sieht,
was ich fühle und was ich denke und was in mir ist. Sie erfindet nichts, was nicht in dir ist, sondern sie sieht ganz genau, wo in deiner Seele es ist. Und das ist eine Gabe. Wow. Es wird dieses Haus geben. Es wird dieses Haus geben. Wenn du so die Wahrheit, so diese reine Wahrheit einfach hörst, die Menschen, die sind so mit dir, weil ich habe die Tränen in den anderen Augen gesehen und die haben mich danach alle umarmt. Wir wollen leben. Wir wollen in Frieden leben. Und diese Verbundenheit, die wir Menschen untereinander wünschen, ist etwas, was im Ursprung an jedem Einzelnen angelegt ist. Und dieses gilt es irgendwann in einer neuen Freiheit zu entfalten.